Ich weiß nicht, ob du auch zu den Menschen gehörst, die sich wünschen, mehr Erfolg zu haben, mehr Geld zu verdienen, attraktiver und beliebter zu sein. Wenn das der Fall ist, dann bist du heute hier richtig zum Thema vom Low Performer zum High Performer. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group Instituts für Gründung, Finanzierung und auch für Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr kommen über 100 Menschen zu uns und wollen Hilfe bei der Verwirklichung ihrer geschäftlichen Ideen, bei ihren Wachstumsvorhaben oder schließlich auch bei der Betriebsveräußerung. Und die Frage stellt sich bei allen, wie kann ich noch erfolgreicher werden? Wie kann ich ein High-Performer werden? Und dafür habe ich dir eine kleine Geschichte heute mitgebracht. Es geht in dieser Geschichte nicht darum, dass du noch mehr arbeitest, dass du sagst, ich arbeite schon 24 Stunden am Tag, das reicht jetzt nicht, jetzt nehme ich die Nacht noch dazu und ich brauche dafür ein besseres Zeitmanagement. Nein, es geht um einen Strategiewechsel. Denn wenn du das machst, was du bisher schon gemacht hast und das führt dich in die falsche Richtung, dann wirst du nicht schneller beim richtigen Ziel ankommen, wenn du in der falschen Richtung bleibend noch schneller gehst. Es gilt also um ein Umdenken und das Umdenken besteht daraus zu überlegen, in welchem Stamm bist du heute Mitglied. Es gibt nämlich auf der einen Seite den Stamm Nimm. Das sind die Menschen, die morgens aufstehen und gleich überlegen, was kann ich heute wieder von anderen bekommen? Wie kann ich heute mir den Kaffee an das Bett bringen lassen? Wie kann ich heute mir das Essen ins Büro oder mitgeben lassen? Wie kann ich heute von anderen bedient werden? Wie kann ich zur Arbeit gehen und noch mehr Gehalt bekommen? Wie kann ich noch mehr Geld von anderen bekommen? Wie kann ich noch mehr Zuschüsse bekommen, ohne Gegenleistung oder Mehrwerte zu bilden? Es gibt also Menschen, die haben im Fokus den ganzen Tag die Brille auf. Was kann ich von dir bekommen? Nun, das sind die sogenannten Low Performer, denn ihr Fokus, ihre Lebensenergie ist darauf ausgerichtet, von anderen mehr zu bekommen, als sie selbst bereit sind, anderen zu geben. Auf der anderen Seite gibt es den Stamm Gib. Das sind Menschen, die nicht nur morgens sich Gedanken machen, was sie den ganzen Tag über für Werte und für Nutzen stiften können. Nein, das sind Menschen, die schon am Abend davor sich einen Tagesplan gemacht haben. Und dieser Tagesplan basiert wiederum auf einer Wochenplanung, der Bestandteil ist einer Jahresplanung. Und dieser Jahresplanung ist wiederum Bestandteil eines 7-Jahre-Planes. Und der liegt wiederum auf dem Fundament einer ganzheitlichen Lebensplanung. Und diese Menschen vom Stamme Gib, nun, die machen sich Gedanken, was du brauchst, welche Leidensdruckthemen, welche Sorgen, welche Nöte du hast und wie sie Teil der Lösung sein können und nicht Teil des Problems. Diese Menschen nehmen sich die Zeit, sich fortzubilden, weiterzubilden. Sie nutzen ihr Kapital nicht darum, besser Urlaub zu machen, sondern sich weiterzuentwickeln, Firmenwerte zu schaffen, mehr Maschinen zu kaufen, neue Techniken, Methoden und Technologien einzukaufen, um noch besser deine Probleme zu lösen. Das bedeutet, dass diese beiden Stämme ganz unterschiedliche Fragestellungen im Leben haben, ganz andere Brillen auf der Nase haben, ganz andere Wertesysteme und daraus resultierend auch ein anderes Verhalten haben. Das bedeutet, ein Low-Performer ist deshalb nicht Low-Performer, weil er weniger wert ist oder weil er benachteiligt ist oder weil er alt oder jung oder dick oder dünn oder Mann oder Frau oder ein Ossi oder Wessi ist. Nein, hier geht es meist darum, dass die Menschen sich entschieden haben, diese beiden Fragen sich hauptsächlich im Leben zu stellen. Nämlich die erste Frage ist, was kann ich hier nehmen? Was ist für mich drin? Was kann ich bekommen? Und sie stellen auch die Frage, was kannst du tun, damit ich von dir bedient werde? Wie kannst du mich bedienen? Das sind die Mitglieder vom Stamme Nimm, die Low Performer. Die Mitglieder vom Stamme Gib, die stellen sich ganz andere Fragen. Die stellen sich nämlich die Frage, was kann ich dir geben? Wie kann ich Teil der Lösung sein in deinem Leben? Wo kann ich dir dienen? Wo darf ich ein Diener sein? Diese Menschen sehen sich als Teil der Lösung, nicht als Teil des Problems. Diese Menschen sitzen nicht auf der Couch und gucken Netflix und gehen zum Fußball und lassen sich von allen bedienen und unterhalten. Diese Menschen investieren ihr Leben darin, dass sie für andere Mehrwerte schaffen, dass sie ein Geber sind. Von daher ist auch die Frage, wie kannst du vom Nehmer zum Geber werden? Nun, die ist einfach beantwortet, indem du einfach in deine letzten 3 Wochen deines Lebens reinguckst und dass du vielleicht auch Bilanz machst und guckst, wie viel hast du genommen, deine Miete, dein Essen, Strom, dein Telefon, dein Fahrzeug, die öffentlichen Nahverkehrsmittel, die gesamte staatliche Infrastruktur, was hast du alles genommen aus der Gesellschaft und das gegenüberstellst vielleicht in einer Tabelle, was du gegeben hast. Und dann wirst du schon sehen, wie das Verhältnis ist, ob du ein Nehmer bist vom Stamme Nimm, der viel nimmt, oder ob du ein Geber bist, wo klar wird, dass diese Menschen einen Mehrwert von dir bekommen haben, insgesamt einen Mehrwert bekommen haben, der vielleicht größer ist als das, was du gegeben hast. Und sicherlich ist auch klar, dass jeder Bestandteil der Gesellschaft, jedes Mitglied natürlich den Ausgleich suchen sollte, dass er mindestens genauso gibt, wie er vorher genommen hat. Nun, und du ahnst es auch schon, was
die richtige Richtung ist, um noch erfolgreicher, mehr Geld zu verdienen, beliebter und attraktiver zu sein. Nun, das ist relativ klar, dass diese Menschen wahrscheinlich weniger beliebt sind, weil sie von anderen nur haben wollen, nur nehmen, weil sie wenig bereit sind zu geben. Und das fängt schon häufig in der Kommunikation an, dass sie mehr über sich selbst reden als mit dem anderen über sich selbst, dass sie wenig gut zuhören und sich das auch nicht merken, was du sagst. Und das in der Regel auch nicht als wertig beachten, darüber weiterzusprechen, sondern das Thema zurückwechseln zu ihren Belangen. Wenn du sagst, du möchtest ein High-Performer werden, dann lade ich dich ein, diese Fragestellung bei dir zu integrieren, dass du morgens, mittags, abends durch die Welt gehst mit der Brille auf der Nase. Wo kann ich hier etwas beitragen? Wo kann ich anderen dienen? Und vor allen Dingen, wie kann ich einen Lebensplan aufstellen, einen Entwicklungs- und einen Lernplan, dass der Wert meiner Dienste noch größer wird? Du siehst also hier einen klaren Zusammenhang zwischen der Tatsache, bin ich ein Mensch, der wenig dient, wenig Mehrwerte macht? Nun, dann wird es auch wenig Verdienst geben, denn die Zahl deiner Leistungen, deiner Werte, die du produzierst, die wird vergütet mit deinem Verdienst. Und wenn du wechselst in das Lager der High-Performer, der Geber, und du dienst mehr von der Quantität, aber von der Qualität, dann wird auch dein Rückfluss der Verdienst sein, denn beides hängt proportional zusammen. Du kannst als Bäcker nicht mehr Geld vom Kunden verlangen, wenn du nicht mehr Brötchen gegeben hast. Du kannst als Mensch, als Unternehmer am Markt nicht mehr Geld verlangen, wenn du nicht vorher auch mehr Leistung gegeben hast. Das heißt, du entscheidest damit selbst, ob du hier links ein Low-Performer bist und diesen Fragen im Leben nachgehst, oder ob du ein High-Performer bist und diese Fragestellung, diese Brillen auf der Nase hast. Wenn du nun Hilfe dabei brauchst, hier einen Entwicklungsplan zu machen, entweder für dich als Persönlichkeit, wie du ein High-Performer bist, wie du dich weiter qualifizieren kannst, was deine persönlichen Stärken und Interessen sind, oder du möchtest dein Unternehmen optimieren, dass du einfach noch die bessere Nische, die richtige Zielgruppe, die bessere Methode, die klaren Alleinstellungsmerkmale herausbildest, damit du dann am Markt auftrittst und die Kunden bei dir Schlange stehen und auch bereit sind, den Preis zu bezahlen. Nun, dann kannst du gerne hier einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Unser Beraterteam von über 40 Beratern helfen dir nicht nur bei qualifiziert, diese Konzepte und diese Veränderungspläne aufzustellen, sondern auch umzusetzen. Und das Gute ist, das alles kann noch gefördert werden. Nutze gerne unseren Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch. Abonniere unseren Kanal und empfehle uns gerne weiter. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.